Guten Morgen. Be welcome at die Galerie. Herzlich willkommen in die Galerie, unsere wunderbare Sommerausstellung mit Herbert Mehler, einem Bildhauer aus Eisingen in der Nähe von Würzburg, und Karl Henning Petersen, einem Cobra-Künstler, leider zwischendurch verstorben, aus der Stadt Kopenhagen und aus Herning in Dänemark. Eine Mischausstellung, Herbert Mehler für den Raum und Karl Henning Petersen für die Wände. Ich bin glücklich und stolz, diese wunderbare Ausstellung hier in die Galerie heute eröffnen zu können. Parallel dazu haben wir auf dem Campus Westend, 300 Meter von hier entfernt, von der Goethe-Universität in Frankfurt, eine phänomenale Ausstellung platziert in dem großartigen Park rund um den Pölzigbau, nämlich 18 Monumentalskulpturen eben von Herbert Mehler. Herzlich willkommen, lieber Künstler. Dankeschön. Wir arbeiten seit einiger Zeit zusammen und dies ist, glaube ich, einer der Höhepunkte unserer Zusammenarbeit. Die Doppelausstellung im Campus Westend und hier in die Galerie mit Herbert Mehler. Die Kuratorin ist Laura Colombini, eine Mitarbeiterin von die Galerie seit vielen Jahren, und sie hat die großartige Zusammenstellung, dieser Dialog zwischen den Gemälden des Cobra-Künstlers Karl Henning Petersen und den Korten- und Eisenskulpturen von Herbert Mehler, kuratiert. Und ich muss ihr ein großes Kompliment machen, sie hat es ganz fantastisch gemacht. Wir haben zu dieser Ausstellung einen großen Katalog ediert, der mit fantastischen Texten, unter anderem von Professor Enrico Schleif, dem Präsidenten der Universität, von Rainer Forst und von anderen wichtigen Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, aus der Literatur, aus der Philosophie geschrieben worden ist. Und ich kann Ihnen den wirklich nur empfehlen. Er ist ein bleibendes Exemplar für diese großartigen zwei Ausstellungen, die wir Ihnen jetzt zeigen. Ich bin heute nur sehr kurz. Laura Colombini und Herbert Mehler werden Sie durch die Ausstellung führen und ich wünsche Ihnen viel Freude. Have a beautiful time at die Galerie. You will enjoy this fabulous double exhibition with the sculptor Herbert Mehler and the Cobra artist Karl Henning Petersen. Be welcome. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist, und ja, wie findest du die Ausstellung? Wie gefällt es dir? Ja, ich finde sie sehr spannungsreich, allein schon deswegen, weil es sind ja zwei verschiedene Welten eigentlich. Schon. Und das Spannende eigentlich ist, oder was mich auch so reizt, zu spüren, zu erspüren, welche Gemeinsamkeiten, welche gemeinsame Sprache und gemeinsamen Ansätze in Kunst, in der Kunstauffassung da bestehen. Und da bin ich mal gespannt, was wir da noch rausfinden heute. Ja, also das ist auch ein bisschen unser Ziel gewesen. Also wie du sagst, es sind schon zwei sehr unterschiedliche Welten, wo aber auch definitiv ein Dialog stattfinden kann. Es gibt eben Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Momentan stehen wir vor dieser wunderbaren Monumental-Leinwand von Karl Henning Petersen. Die heißt Charons Boot, und das ist so ein bisschen was Besonderes im Werk von Petersen, der sich in der Regel, ja, er hat so fantastische Welten, sage ich mal, in seinen Werken kreiert. Gerade bei diesem Werk bezieht er sich allerdings so ein bisschen auf die griechische Mythologie, was, sagen wir mal, eine Besonderheit ist bei ihm. Und ja, das soll eben diese
wunderbare, farbige Szenen, die sich aber eigentlich in der Unterwelt abspielt, was man ja so auf den ersten Blick gar nicht sagen würde. Genau, und gerade dieser Bezug auf die griechische Welt, auf die griechische Mythologie, das haben wir auch zum Teil bei dir in deinen Skulpturen, gerade bei den neuesten Werken, die 2021 entstanden sind. Ja, die haben auch griechische Namen, also wir haben Didyma, Pele, Spetses und ja, ich finde es ist ganz toll, auch da solche Gemeinsamkeiten zu finden. Ja, ich finde das auch ganz interessant, weil du sagst, das ist die Unterweltdarstellung und in Griechenland ist ja der Gott Hephaistos, der Gott des Feuers, des Schmiedes. Ja, genau. Der einzige Gott, der nicht auf dem Olymp leben darf, sondern unten im unten im Dunkeln arbeiten muss. Und insofern auch ist das interessant, weil ich habe in Griechenland, auf dem Peloponnes, habe ich auch ein Studio, wo ich dann viele Skizzen mache. Und da sind natürlich auch so Anklänge an griechische Formen, griechisches Geisteswesen zu spüren. Ja. Ja, Laura, bei aller Unterschiedlichkeit zwischen den Welten von dem Maler und von den Skulpturen denke ich doch, dass es etwas Gemeinsamkeiten gibt. Ich gehe mal davon aus, bei diesen Bildern, da haben wir auch eine sehr große Leichtigkeit. Im Prinzip schweben die Dinge mehr oder weniger diffus im Raum und eine gewisse Aufhebung der Schwerkraft ist da zu spüren. Und diese Leichtigkeit ist ja eigentlich auch mein Thema in der Skulptur. Diesen Stahl, der normalerweise hart, kantig und schwer ist, leicht zu machen, in der Erscheinung, wie gefaltetes Papier sich in die Höhe erhebt, ohne große Anstrengung. Und das ist ein Merkmal, was wirklich mir da auch sehr, sehr direkt und sehr spontan einfällt. Eine andere Geschichte ist auch diese Darstellung von Gegenständlichkeit. Wir assoziieren bei den Bildern jetzt, von den Bildern ausgehend wieder, Gegenständlichkeit, ein Vogel, ein Gesicht. Dann kommen wieder Formen, die sind gar nicht einzuordnen, die sind abstrakt und rätselhaft. Und dieses Changieren zwischen Abbild und Realität und Abstraktion ist ja auch ein Wesen in der Skulptur. Zunächst haben wir die Skulptur natürlich als Figur, das ist was Reales. Aber diese Figur ist ja auch gleichzeitig ein Rätsel in dem Fall. Also ich will damit sagen, beide künstlerische Ansätze haben eine gewisse metaphysische Komponente, nämlich, dass man wie ein Neugeborener oder von einem fremden Planeten entweder kommt oder hier als irdisches Lebewesen kommt von einem fremden Stern sozusagen eine neue Welt. Finde ich auch so und wie du eben so schön formuliert hast, ist schon eine, ja, irgendwas zwischendurch, zwischen Abstraktion und Figuration, sowohl bei dir als auch bei Kalenipedes. Also es gibt bei ihm, das sind irgendwie so ganz oft irgendwelche Fabelwesen, die man gar nicht so richtig einordnen kann, aber durchaus doch erkennbare Elemente. Es gibt eben diese wunderbaren Vögel, die, wie du sagst, eben so durch die Lüfte so schweben. Und und auch eben diese Luftigkeit, diese Leichtigkeit, die ist sowohl bei Gredesen als auch bei deinen Skulpturen durchaus vorhanden. Und beide, finde ich auch, beide Ansätze lassen sehr viel Raum für Interpretation. Definitiv, ja, das stimmt. Also von diesem Thema ausgehend rätselhaft bis zu dem, dass man sagt, aha, das ist ja eine Figur, die erinnert mich an
Architektur oder an eine Pflanze oder an einen Samenkorn, ist ja alles intendiert. Ne? Ja, man kann viel assoziieren, aber es ist dann doch jedem frei überlassen. Ja. Nur deinem Werk eben gewidmet und es ist eigentlich eine sehr schöne Vielfalt zu sehen, denn wir haben hier oder viele verschiedene Medien. Wir haben einerseits deine Unikate aus Gorthenstahl, dann haben wir noch Eisengüsse und dazu kommen auch noch die Papierarbeiten. Hier sehen wir die Raumzeichnungen, wie du sie so schön benannt hast, die auch wunderbar zu den Skulpturen passen. Und dann gibt es noch die Linienzeichnungen, die jetzt hier nicht in dem Raum nicht zu sehen sind, aber noch eben in der Ausstellung. Wie kannst du mir vielleicht sagen, wie eben so eine Zeichnung entsteht? Kommt sie vor der Skulptur schon quasi als Entwurf oder erst nach der Skulptur als Nacharbeit sozusagen? Ja, also das ist natürlich interessant. Bildhauerzeichnungen sind eigentlich genauso notwendig wie die Skulpturen. Natürlich. Es gibt keine Skulptur, die nicht bevor man zeichnet, entstanden sind. In dem Fall sind es aber Nachzeichnungen. Das sind eigenständige Kunstwerke sozusagen, denn die ganzen vorbereitenden Skizzen, das sind 40, 50, vielleicht 100, bis die Form stimmt, die wollte ich jetzt nicht so wie eine Collage hier anbringen, weil das sind wirklich richtige Arbeitsskizzen, die jetzt nicht unbedingt so einen Charakter haben, dass man sie unbedingt zeigen muss und dann meditieren muss, obwohl natürlich auch manchmal die Ursprungsidee bei den ersten Skizzen besser rauskommt als bei den fein ausgearbeiteten, das gebe ich zu. Aber mir hat es auch Spaß gemacht, einfach dann mit den Skulpturen, die räumlich sind, auch Zeichnungen zu machen, die ich Raumzeichnungen genannt habe, zusätzlich noch mit leichten Pastelltönungen, um so eine gewisse Stimmung, auch so eine Ausstrahlung zu verstärken. Ja. Interessant bei diesen Zeichnungen soll eigentlich auch zu erkennen sein, dass die weißen Linien jetzt nicht mit weißer Farbe aufgetragen sind, sondern alles, was hier als Linie sichtbar ist, weiß, ist der Grund des Papiers. Das heißt, ich habe mit dem Pinsel und Farbe habe ich um die Linie herum gezeichnet. Und dadurch ergibt sich auch so eine gewisse Splittrigkeit, so eine gewisse Rauheit und auch Unvollkommenheit, die ich ganz gerne auch darstellen möchte. Denn so wie meine Skulpturen, auch die Zeichnung, ist reine Handwerkskunst oder handwerklicher Einsatz. Dann kann es auch nicht so perfekt und sein. Und es soll auch nicht perfekt sein. Und es gibt so eine schöne japanische Philosophie, Wabi-Sabi, die sagt, das Vollkommene ist eigentlich das Unvollkommene, weil dadurch erst Individualität und Authentizität entsteht. Das ist dann einzigartig. Nicht zu vergessen dann neben dem, hast du schon gesagt, neben den Raumzeichnungen, die Linienzeichnungen, die dann wirklich auch per Hand und mit geschätzten Abständen, die werden nicht abgemessen, sondern die sind dann auch wieder unvollkommen, weil sich jeder Abstand ein bisschen verschiebt oder auch durch die Zeichnung die eine Linie ein bisschen auskragt und so weiter. Also dieses ganz leichte, unvollkommene, auch in den Linienzeichnungen dann zu sehen ist.
Ja. Das sollte man noch erwähnen. Ansonsten ist es natürlich auch spürbar bei den Skulpturen. Die sind nur scheinbar perfekt. Und das leicht Unperfekte, das ist eigentlich auch ein Wesen dieser Skulpturen. Ja, 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 sehr schön. Ja, ich meine, Perfektion gehört eigentlich nicht zu dieser Welt, von daher. Es muss sauber gearbeitet sein. Klar. Und alles, aber dieses immer noch dieses Gefühl des Handwerklichen oder Handgemachten, sehr wichtig. Das ist mir natürlich auch wichtig, ja. Sehr schön. Ja, Herbert, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Danke, dass du heute nochmal hier gewesen bist und dass du mit mir durch die Ausstellung gegangen bist und mitgeführt hast. Und genau. Und wir hoffen, an dieser Stelle sage ich auch herzlichen Dank. Und ich bin wirklich ganz, ganz, ganz glücklich, mit so einer tollen Mannschaft und so einem tollen Galeristen zusammenarbeiten zu dürfen. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Uns auch. Herzlichen Dank. Gerne.